Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ja, wir haben jetzt hier die nächste Hauptquest, Ägyptens Metropolis. Meine Güte, der hat aber auch einen komischen Namen. So, wir müssen auf jeden Fall dorthin da. Hier sind noch gerade ein paar Wachen lang geritten. Mit denen wollen wir uns mal lieber nicht anlegen. Würde ich einfach mal so meinen. Wir rufen erstmal unser Pferd her, würde ich sagen. Pferdlein? Da kommt's dir ja schon. Sehr schön. Schnell und geschwind ist er da. So. Dann wollen wir mal los. Okay, Zenu müssen wir jetzt rufen. Los geht's, mein Guter. So, das muss hier drin sein. Ja. Nein. Dort ist es doch wohl. Wir fliegen auch etwas weiter hier hinter. Los geht's, Zenu. Wir werden die Person finden. So. Hier wird der Bereich immer kleiner. Da muss es sein. Haben wir da unsere Person? Nein. Das muss hier sein. Zenu? Oh? Das scheint was zu sein. So. Sehr gut, Zenu. Dann wollen wir mal. So, wir steigen mal lieber ab. So. Guten Tag. Was? Bedeku Badaku? Was? Was sagt er? Ich verstehe ihn leider nicht. So. Hallo. Hey, darf ich mal stören? So. Hallo. 200 Drachmen auf Praxida. Ich bin Bayek. Aya schickt mich, um mit Apollodorus zu sprechen. Ich bin sicher, du verstehst, dass mein Meister vorsichtig auswählen muss, wen er trifft. Meine Frage kann nur er beantworten. Ich sage ihm, dass du seinen Rat suchst und dass Aya dich empfohlen hat. Warte bis heute Abend. Wenn er dich treffen will, findest du ihn in der Nähe des Leuchtturms. Bis dahin, das Hippodrom erinnert an einen seiner größten Rennfahrer. Es wird viel gefeiert und getrunken. Und Rennen gibt es natürlich auch. Wenn du so etwas magst. Sein Name war Icarus, die Lichtgestalt des dröhnenden Hippodroms. Der vielgepriesene und kurzlebige Liebling von Canopus. Apollodorus ist nur bei Nacht anwesend. Okay. Haben wir da nicht so eine Fähigkeit? Wartet mal, Leute. Fähigkeiten? Ändert das sowas meditieren oder wie das heißt? Wartet mal, ist das denn? Da gab's doch was für meditieren. Halt. Okay. Da würde ich sagen, machen wir das mal. Dann meditieren wir mal ein bisschen. Oh, weh. So, sehr gut. Jetzt haben wir es abends. So, und dann machen wir mal dorthin. Pferdlein! Wo kommst du? Huhu. Mag mich wohl nicht mal mein Pferd. Das kommt irgendwie gar nicht. So, dann wollen wir mal weiter. Vielleicht kommt es doch noch. Würde ich sehr stark hoffen für mein Pferd. So, 500 Meter noch. Pferdlein, jetzt komm her, ich will das nicht alles laufen. Geht doch. Warum machst du es mir immer so schwer, mein Leben? Es geht doch so einfach. Du musst einfach nur, wenn ich pfeife, herkommen. So. Canopus. Mhm, neuer Ort. Gut, und da hinten ist der Leuchtturm. So. Ich denke, dort wird eh kein Gegner sein. Und daher einfach nur talken mit dem. So. Ich bin da. Apollodorus. Apollodoros. Ach, dieser blöde Name. Apollodorus. Du da!
Willst du mich töten oder kommst du als Freund? Als Freund. Bayek von Siva. Ah, dann hilf mir, bitte. Du bist Ayas Magi, hm? Noch andere Überlebende. Nur Damastes. Sie haben ihn mitgenommen. Und die Schriftrolle, was ist damit? Damastes hatte sie. Wieso vernichtet dieser Esel sie nicht? Kleopatra schuldet dir viel. Schaffst du es alleine bis zu einem Heiler? Eudorus ist tot. Hä? Gut gemacht. Er war die Schlange, oder? Unter uns gesagt, Bayek, es gibt vieles, das du noch nicht verstehst. Unter uns? Ich brauche Antworten. Erst muss ich dich auf die Probe stellen. Rette Damastes und bring mir die Schriftrolle. Dann weiß ich, ob du der Mann bist, den Aya mir beschrieben hat. Gut. Wo ist dieser Damastes? Er sollte an den Kais im Hafen von Kanopos sein. Ich kann nicht riskieren, dass jemand diese Schriftrolle liest. Dann wollen wir mal los, würde ich sagen. Nehmen wir das Schiff hier. So. Dann rufen wir erstmal Seno nochmal. Das ist nämlich direkt schon hier. Ja, hier sind Gegner auf jeden Fall. Da ist mein Ziel. Gut. Gut, dann würde ich sagen, springen wir erstmal ab von unserem Schiff jetzt gleich. Hier. Go. So, ich möchte das eigentlich etwas leise angehen. Ich weiß nicht, wie machen das. Den Typen dort irgendwie leise wegholen. Ist, da ist auch noch einer. Kann man dann vielleicht reinziehen von dort aus? Nein. Na toll. Schwer zu sagen, wie wir das machen könnten. Los, Kollege, komm her. Jawohl. Sehr schön. Da ist einer. Der legt sich hin, gut. Ja. Sehr schön. Wir wurden entdeckt. Shit. Boah. Okay, jetzt heißt es kämpfen. Weg mit dir. So. Gut. So. Und hey, Ratten. Ja. Komm mal ein bisschen näher. Hallo, Kollege. Boah, dann halt nicht. Muss es halt auf die Art erfahren. So, Kollege, komm du her. Aua. Komm, ich bin bereit. Jawohl. So. Ey, bleib stehen. Ja, was soll das? Ich war ja zuerst oben vorher. Komm runter da. Boom. Gut, damit hätten wir das geschafft. Nein, ich noch muss nicht hier ganz. In meinem eigenen Dreck schlafen. Komm her. Woo! Ja, los. Wow. Komm her, Kollege. Boom. Oh. Da willst du wissen. Da willst du wirklich wissen, Leute. Komm mal ran. Eine gute Mutterbrust. So. Sehr schön. Denken wir dir. Da drüben hat auch noch jemand geschossen. Oder wo war das?
Schauen wir euch! Ja! Sehr schön. Ich glaube, das war's. So. Hol mich hier raus! Ja, alles ist gut. Du bist frei. Gütiger Amun, rette mich! Ja. Danke. Das war... Bring mich in Sicherheit, dann reden wir. Okay, ich bring dich in Sicherheit. Folge mir, wir müssen nur auf mein Schiff. So, ich wollte gerade sagen, ist mein Schiff jetzt weg? So. Kollege, komm hier rüber. Komm auf mein Schiff. Kann er überhaupt schwimmen? Ich weiß es nicht. Wir fahren einfach mal dort an. Oh nein. Kann man die rammen vielleicht? Okay, ich habe mir das cooler vorgestellt. Mist. Ach man. Müsst ihr unbedingt weiter gegen mich kämpfen? Wirklich jetzt. Antwortet mir darauf, mein Gegner. Guckt mal, ihr habt keine Chance. Wenn ihr zumindest eine Chance hättet, dann wäre es ja was anderes, aber habt ihr nicht. So. Weg damit. Sprich mit Damastes. Gut, wird gemacht. Ja, das war nicht so geplant. Das war wirklich nicht so geplant. Aber dürfte ich hier hoch das Boot klettern? So, bitte. Ey, ich will hier hoch. So, jetzt. Hallo. Aua, es hat wehgetan. Komm her. Ey, ey, ey. Der hat was drauf, der Typ. Der hat was drauf. Boah. So, jetzt komm ran. So, weg mit dir. Boah, da lässt ein Knüppel hier schwingen. So, aua. Diese Dicken sind schon stark, muss man erstmal so sagen. Die wollen einen immer richtig vermöbeln. So. Weg mit dir. Und ich glaube, ich sterbe, oder? Ne, ich wollte gerade sagen, sterbe ich jetzt noch hier an dem Feuer? Nein, zum Glück nicht. Hallo? Ich möchte euch befreien. Kann ich das nicht? Okay. Lebt wohl! Ich muss weiter! So. Dann machen wir jetzt mal rüber zu dem Typen. Damastes. Ich komme. Kann man schneller schwimmen irgendwie? Ich glaube, das ist schon... Ja, alles was an Geschwindigkeit geht über das Wasser. Oh nein. Achso, okay, der ist nett. Nein, ich will mich nicht setzen. Ach, ist das nicht schön bequem hier. Nein, ist es nicht. Geh weg. Husch. Ja, setz du dich hin. So. Jetzt bin ich der neue Bootsfahrer. So. Kollege, solltest du das noch machen müssen? Und zack, ich hätte sie alle selbst umgebracht. Aber der dumme Käfig war einfach zu... Apollodoros hat mich geschickt. Gib mir die Schriftrolle. Schriftrolle? Ich habe keine Schriftrolle. Du solltest sie beschützen. Ich habe sie auf dem Schiff versteckt. Ich wollte nicht, dass sie in die falschen Hände fällt. Und wo ist das Schiff? Auf dem Grund des Sees. Sie haben es versenkt. Ah, nun gut. Ich hole sie. Apollodoros wartet am Leuchtturm auf dich. Ich sag ihm, dass er dich beim gesunkenen Schiff findet. Ich hätte sie alle selbst umgebracht. Aber der dumme Käfig war einfach zu stabil. So, Kollege, gib mir dein Schiff nochmal. Okay, dann nehmen wir das. So, dann wollen wir mal da drüber. Das heißt, wir dann jetzt gleich für uns tauchen. Juhu, mein Lieblingshobby. So. Dann mal los. Gibt's eigentlich ja auch Krokodile wo im Wasser? Es gibt ja auf jeden Fall Krokodile, aber könnte mir jetzt auch, wenn ich tauchen gehe, ins
begegnen. So, Senno. So. Gut, dann hätten wir damit unser Ziel. Go. So. Und auf nach unten. So. Okay, Schiffe. Das Schiff ist ein schönes Wrack. Vielleicht gibt es hier noch ein bisschen anderen Loot auch. Außer diese Kiste. Interagieren. Komm schon. Ja, ja, ja. Die verdammte Schriftrolle. Neck. Gibt's hier unten noch was? Ich glaube, hier gibt's nichts mehr. Gut, dann lass uns lieber nach oben. Und wieder zum Schiff. So. Ah. Lassen Sie mich mal wieder hoch. So, weg mit Ihnen. Seien Sie still und setzen Sie sich hin. Alles wird gut. Ah, das steht er doch schon. So. Ich bin da. Hallo. Hier ist ein kostbarer Papyrus. Gut gemacht, Bayek. Ich sehe, du bist ein fähiger Mann. Jemand, dem ich vielleicht vertrauen kann. Die Schriftrolle war für den römischen Feldherrn Pompeius gedacht, um Rom auf Kleopatras Seite zu ziehen. Sie wird dir sehr dankbar sein, dass dieser Schriftwechsel weiterhin geheim bleibt. Sie ist auf meinem Anwesen, zu dem wir jetzt auch fahren. Zu dem wir jetzt auch fahren. Wie passt Arya in diese Geschichte? Ihr Vetter Phanos erzählte mir, dass sie auf den Tod einer gewissen Beute aus war. Und wie das Schicksal so spielt, hatte auch ich Grund, diese Beute zu töten. Als Arya Erfolg hatte, schritt ich ein, um sie zu schützen. Wir sind dankbar. Und wir müssen dir danken, dass du Eodoros eliminiert hast. Er war ein abscheuliches Individuum. Ich sollte dir sagen, dass ich neben Eodoros auch den Philaketei von Alexandria getötet habe, Gennadius. Gennadius? Ich bin sehr erfreut, dass er tot ist. Aber es könnte dir ernste Probleme einbringen. Die Philaketei sind eine verschworene Gemeinschaft. Und Mordlüstern. Sie werden dich mit Sicherheit jagen. Sollen sie doch. Darf ich fragen, warum du Eodoros tot wolltest? Wie du weißt, ist Kleopatras Bruder, Ptolemäus, zu jung und gefügig, um ein starker Anführer zu sein. Wir glauben, dass Eodoros die treibende Kraft hinter Ptolemäus war und für viele der aktuellen Probleme Ägyptens verantwortlich ist. Da wären wir. Die Villa ist gleich vor uns. Hat er da nicht eigentlich gesagt, wir fahren? Irgendwie war das mehr so hinrennen. Aber okay. So, hoch hier. Ich hoffe, der Typ kann auch klettern. Kommen Sie mit mir mit. Ja, okay, er kann klettern. Sehr gut. In der Villa erfährst du mehr. Ja, da wollen wir mal rein in die Villa. Könnten Sie schneller laufen. Die Königin genießt das Leben der oberen 10.000. Ich bin froh, dass mit Arya endlich etwas Vernunft in Kleopatras Gesellschaft eingekehrt ist. Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch, deine Frau. Ich weiß. Bayek, bevor ich alle Geheimnisse lüften kann, muss Kleopatra dich treffen und akzeptieren. Sie kann etwas eigen sein. Lass mich dir einen Rat geben. Wenn du dich ihr näherst, beuge das Knie zur Ehrerbietung. Sprich nur, wenn du gefragt wirst. Du sollst nicht fragen, sondern antworten. Lass dich von den Feierlichkeiten nicht ablenken. Sie hat ein großes Gefolge, das sich äußerst gerne amüsiert. Nicht selten im Übermaß. Sprich deutlich, in angemessenem Ton und vor allem, meide jeden Blickkontakt. Bereit? Ich kann's kaum erwarten. Komm her, fang du! Fang mich! Komm her zu mir, ihr beiden! Ja, ich versichere es dir. Mann erwischt. Es ist ein äußerst angenehmes Gefühl. Hier entlang. Keine Sorge, sie ist nicht nachtragend. Mit Bienen? Wo ist unsere Opiumpfeife? Wir schlafen mit egal wem. Solange er einverstanden ist, sich am Morgen hinrichten zu lassen. Ha 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 ha!
so wie Xanthides. Er war sehr zufrieden mit diesem Arrangement. Wer ist dieses köstliche Mannsbild? In Mehoto Eknepschebe? Meine Königin, das ist er. Nun. Ein großzügiges Angebot. Doch ich habe bereits dieser Frau Treue geschworen. Ah ja, eine gute Wahl. Komm, wir haben sehr viel zu bereden. Feiert, meine Freunde! Du solltest vor ihr knien. Ah, Pascharemta. Das sind Aya und Bayek. Sie haben Iodoros ins Totenreich geschickt. Vorzüglich. Dann helft ihr uns bei unserem Vorhaben? Wir wissen nicht, was euer Vorhaben ist. Iodoros war ein Mitglied des Ordens der Ältesten. Sie sind verantwortlich für unser Exil. Sie nahmen uns unseren Thron. Und warum sollte mich das kümmern? Die Schlange hat viele Köpfe. Diese Köpfe bilden den Orden. Die Schlange ist der meinen Sohn ermordete. Es ist nicht so einfach. Was erzählt er denn da? Keine Ahnung. Vielleicht weiß er was. Der Orden der Ältesten will ganz Ägypten kontrollieren. Ptolemäus ist ihre Marionette. Wir haben Informanten in allen Regionen. Aber sie konnten dem Orden bisher nichts anhaben. In ganz Ägypten arbeiten mysteriöse Kräfte gegen uns. Zum Beispiel hier, im Nildelta. Der endlose Sand verschlingt ganze Dörfer. Und dahinter verbirgt sich eine böse, menschliche Kraft. Diese Kraft gehört zum Orden der Ältesten und nennt sich Skarabäus. Und hier drüben, im allerheiligsten Gizeh, hält eine schattenhafte Figur namens Hyäne alle Fäden in der Hand. Sicher ist, dass Gizeh das Land des Todes ist. Und des Verlusts. Und dann gibt es noch Memphis. Alles ist verflucht in meinem Land. Sogar der heilige Apis-Stier selbst. Der Mann, der sich die Echse nennt, hat etwas beschworen. Eine dämonische Macht. Dann ist die Schlange der Orden der Ältesten. Ja. Iodorus war bekannt als das Nilpferd. Du hattest recht, mein Liebster. Er war noch nicht der Letzte. Sie sind alle schuldig. Wenn der Orden etwas begehrt, so wie in Siva, dann vernichtet er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Erst Siva, nun das Fayum. Die am stärksten unterdrückte Region in ganz Ägypten. Wo das Krokodil mit grausamer Hand regiert. Die Einwohner leben in ständiger Angst. Und dieses Schicksal blüht ganz Ägypten, wenn wir den Orden nicht aufhalten können. Wir müssen entschlossen handeln. Es wird Zeit für tödliche Attentate. Wir haben Chemos Mörder immer noch nicht gefunden. Der Ka unseres Sohnes wird erfreut sein, wenn wir die Gestalten von der Karte tilgen. Du bist jetzt unser Magi. Beschützer der wahren Pharaonen von Ägypten. So soll es sein. Heute wird getrunken, gefeiert und geliebt. Und morgen. Ich sagte doch, sie soll sich beeilen. Oh,
Okay, Leute. Ja, da würde ich sagen, hier an dieser Stelle beenden wir schon wieder die Folge. Wem das Video gefallen hat, ja, kann sehr gerne eine Bewertung da lassen. Falls ihr Doppelfolgen für euch haben wollt von Assassin's Creed, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, Leute, haut rein und ciao!